Hallo Sportfreunde und willkommen zum 20. Spieltag der Bundesliga-Saison 2020-21. Jo, wir kommen mal wieder, wie immer, jede Woche zur letzten Woche. Und da kann man mal sagen, nice Tipps, der Sonntag nur nicht, aber sonst einwandfrei getippt. Ja, bei den Sonntagsspielen habe ich immer für die Auswärtsmannschaft getippt, aber die Heimmannschaft hat gewonnen. Ja, ist schade, aber naja, sonst kann man ganz zufrieden damit sein, was wir letzte Woche gemacht haben. Und bevor wir hier noch 5 Stunden rumlabern, kommen wir zum 20. Spieltag jetzt richtig. So, erstes Spiel. Heute 20 Uhr, nicht 20:30, einfach wegen nächster Woche Club-WM. Keine Ahnung, warum eine halbe Stunde dann früher. Ja, Logik verstehe ich dahinter nicht, weil die halbe Stunde macht jetzt auch nicht viel. Ja, das ist Hertha BSC Berlin gegen den FC Bayern München. Ja, auch wenn die Hertha... Ja, mit ihrem neuen Trainer, mit dem neuen Spieler Sami Khedira und noch irgendeinen haben sie geholt, glaube ich. Innenverteidiger, glaube ich, war es. Ja, aber trotzdem, die Bayern sind zu stark. Immer noch für die Hertha und deswegen geht der Big City Club so, mit einer Niederlage vom Platz, auch zu Hause in Berlin. So, nächstes Spiel, Samstag, 15.30 Uhr. Bayer 04 Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Ja, beide Teams haben im DFB-Pokal verloren. Ja, beide sind rausgeflogen. Stuttgart gegen Gladbach und Leverkusen gegen Rot-Weiß Essen. Ja, eigentlich könnten wir jetzt so plädieren, ja, Leverkusen verliert gegen Rot-Weiß Essen. Aber sagen wir es mal so, Leverkusen hätte normalerweise gewinnen müssen, hätten sie mal die ganzen Tore gemacht, aber trotzdem Stuttgart gegen Leverkusen ist unentschieden. Dann Schalke 04 gegen die Dosen aus Leipzig und das gewinnen die Dosen aus Leipzig. Dann SC Freiburg gegen Borussia Dortmund, das wird ein knappes Sieg für die Borussia aus Dortmund. Mainz 05 gegen Union Berlin, das wird ein Sieg für die Eisernen Union Berlin. Dann FC Augsburg gegen Wolfsburg. Beide Burgclubs, aber nur ein Burgclub kann gewinnen und das ist Wolfsburg. Nächstes Spiel, Topspiel, 18:30. Topspiel, das B-Win-Topspiel. Ja, geht in den Start. Ja, Borussia Mönchengladbach. Oder Mönchengladbach natürlich. Warum sage ich immer München? Warum will ich immer München sagen? Gegen den 1. FC Köln. Das gewinnt der 1. FC Köln. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zum Ausscheiden Köln im DFB-Pokal sagt. Weil, ob das wirklich Abseits war oder nicht. Weil eigentlich hätten sie ja gewonnen, die Kölner, ne? Dann Samstagsspiel Hoffenheim gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und das macht Frankfurt durch Doppelpack Jovic. Ja, dann Arminia Bielefeld gegen den SV Werder Bremen. Und ich gehe auf ein Unentschieden. Ja, sag einfach mal, dass Arminia Bielefeld und Werder Bremen sich Punkte teilen. Einfach, weil ich es mir so gerade im Gefühl habe. Und deswegen war es auch schon mit diesem Prediction. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Daumen nicht vergessen.